Servus, grüß euch und hallo. Willkommen zurück bei 7 Days to Die. Die Nacht ist fast rum. Ein paar Zombies haben uns besucht, aber sind nur in die Stacheln gelaufen. Ich möchte jetzt schon zeigen, was ich in der Nacht gemacht habe. Ich habe meinen Tunnel weitergebaut, ziemlich weit sogar. Bin hier nach rechts gegangen und bin hier in, ja, ein Clay. Oder sage ich jetzt einfach mal, in dem Clay-Bereich, also in Lehm, habe mich reingebuddelt und kann mir jetzt hier jederzeit Lehm holen. Habe das auch schon gemacht, habe die Schmiede schon angeschmissen, der wird gerade eingeschmolzen. Ja, ich habe mir auch noch schnell einen Grillrost gebaut. Schauen, was ich damit kochen kann. Ja, ansonsten habe ich jetzt nicht viel gemacht die Nacht, immer den Kochgrill. Setzen wir schnell auf das Feuer. Genau. Hier. Das Fleisch. Oh, nicht genau. Wir wollten es hören. Gut. Was können wir jetzt eigentlich mit dem Kochgrill alles machen? Ja, gut, eigentlich nicht echt viel mehr. Kartoffeln. Nein, okay. Jetzt gucken wir mal. Wir haben 6 Uhr. Was machen wir denn heute? Mal sagen, sollen wir zurück in die Stadt gehen oder sollen wir mal hier ein bisschen weiter erkunden? Mal auf jeden Fall noch machen muss. Dazu sehe ich, muss meine Spitzhacke. Meine Spitzhacke reparieren. Wenn wir mal wieder Saves aufbrechen wollen, dann. Die Spitzeisen, ich könnte natürlich auch was bauen. Werkzeug, eine Spitzhacke. 20 Eisen. Spitzhacke. Jetzt bauen wir uns eine. Kombinieren wir dann. Oh, Pfeile, ja. Pfeile muss ich auch noch. Man sitzt mal noch 70 Pfeile. Müssen wir uns jetzt auch wieder Steine besorgen? Die Hälfte nehmen wir mit. Sagen. Ich möchte nur die ganze Zeit in der Stadt verbringen, aber wir müssen da auf jeden Fall nochmal zurück, wenn wir sie immer noch nicht ganz erkundet haben. Und ja, es da eigentlich noch viel zu looten gibt. Aber jetzt richten wir eigentlich erst einmal wieder unser Haus ein bisschen her.
Das haben wir jetzt auch die letzten Tage ziemlich vernachlässigt. Oh, Schwebeblatt. Oh ja, hier waren ja doch einige Zombies da in der Nacht. Das ist immer so wichtig, sehe. Ja, wie üblich, ja. Es müssten es mal verbessern. Also es ist echt eine Katastrophe, die Dinge aufzuwerten. Oh, schön. Ja, mein Sorgenkind hier. Schon ging einem schon wieder Spießlein aus. Deswegen bauen wir uns jetzt da gleich nochmal. Wie es geht. Dementsprechend bauen wir auch wieder Holz. Von allen Seiten. Jetzt habe ich auch meine zwei Spitzhacken, die dürfen nicht vergessen zu kombinieren. Ja, jetzt die 135 Kuben. Mit dem Baum los. Wow. Backbaum. Schwebt in der Luft. Wow. Bei meinem Glück fällt er mir irgendwann auf den Kopf. Ja, nimm halt den. Hattet ihr auch schon mal einen Backbaum? Also ich bis jetzt noch nicht. Sehr schön. Steine haben wir jetzt bei 183.
Okay. Natriumpulver, wenn man das hier hat. Gut, 19 Spießlein haben wir schon. Ich will das Messing fertigen. Sehr gut. Komm, Baumfalle! Wo war da jetzt gerade ein Zombie zu hören? Level up, du bist jetzt Level 61, war schon so weit. Kann nicht wissen, was die nächste Nacht. Also. Blutmond und Zombies kommen. Hallo, lieber Zombie. Boah. Schön vorbeigeschossen. Dabei. Okay, jetzt haben wir 15 Holz, das passt. Und einen Haufen Stacheln. Back to the home. Nächste Mal mehr. Nein. Ach nö. Super. Ach toll. Zwischenzeit, wo die anderen gebaut werden, hacken wir noch schnell ein, zwei Bäume. Und dann tun wir mal unsere Pickaxe verbessern. Neue Feuerwerks brauchen wir uns auch noch. Deswegen stoppen wir jetzt hier noch ein paar so Ressourcen und Steine. Ein bisschen Metall bekommen. Das schmelzen wir dann auch gleich ein. Sehr schön. Jetzt haben wir hier einiges an Steinen und natürlich auch an Metall.
Ja, ganz viele Ahorn sammeln. Pflanzen wieder fleißig Bäume. Man sieht mir gar nicht mehr aus vor lauter Bäumen. Ich würde gerne nochmal so einen Backbaum pflanzen. Zwei, drei Snowberries, die essen wir jetzt dann mal schnell. Gut, der Rest wird weggeschmissen. Schnell gegessen. Hier war kein Zombie, sondern das war ich selbst. Meine glorreiche Aktion, habt ihr vielleicht gesehen. Ja, und jetzt haben wir wahrscheinlich nicht mehr genügend geschmiedetes Eisen, um uns noch eine Axt zu bauen. Eine Feuerwerks. Oh, Schubzeug, Schubzeug, Schubzeug. Wäre natürlich für den Tag heute perfekt. Wo ist es? Ah, die ganzen Bäume. Sieht man wieder gar nichts. Verdammt. Davon. Wow. Okay. Nordosten. Schauen wir schnell auf die Karte. Oh ne, da komme ich ins Wasser, oder? Sag sie, ich brauche ein Boot. Braucht definitiv ein Boot. Oh, das Ding fällt doch hier ins Wasser, oder? Ja. Super. Nee, das finde ich nicht. Oder? Definitiv nicht.
Leute liegen und hauen. Oh wow, geht schlecht drin. Gut, jetzt wollen wir aber, wenn wir schon unterwegs sind, schnell ins Haus noch rein. Und da war noch ein Safe drin. Sind nur alle rausgekriegen aus ihren Löchern. Schweinchen. Oh. Haben sich schon wieder Zombies eingenistet. Im Nachbarhaus. Ja, mit der hier. Den ganzen Zahn nach unten. Ich glaube, ich bin da weg. Alles leer hier. Aber er hier natürlich noch nicht. Schauen wir mal, was da Lustiges drin ist für uns. Nee, kommt nichts. Nämlich keine Lust, dass irgendwie hinter mir ein Zombie auftaucht. Irgendwann mal so eine Pumpgun drin sein oder so, das wäre doch ein Traum. Immer eine schöne Pumpgun. Och ja. Hat sich gelohnt, die Blöde. Definitiv. Höhle? Nee, ist keine Höhle. Ich bin hier schon.
Abend kann und weiß nicht, wo ich sie herbekomme. So einen netten Abend, dann kannst du halt auch mal Runde, einen Schuss weg. Wir haben ja genügend. Oh, jetzt Grummen neu. Wow! Neuer Leck. Sorry. Ja, du bist Tullengriff, komm mein Tier hin. Millimeter werden wahrscheinlich für die Magnum sein. Ich denke mal schon. Stolpfeil haben wir auch. Dahin. Ich gebe auch wieder zwei ab. Zeig mal wieder was. Jetzt der Weiche, weil ich ehrlich gesagt nicht mehr nach unten möchte. Gut. Die Stacheln setzen wir noch und treiben uns noch ein bisschen dagegen herum. Aber in der Gegend herum treiben werden wir uns erst nächste Folge, weil ich sehe schon, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Die Reihe noch schnell fertig.
So. Was mich interessiert, ob die Zombies wirklich kennen, welche Seite die schwächste ist vom Haus. Wie wir das letzte Mal gesehen haben, sie sind ja immer einen Weg gegangen. Oh, da liegt ja auch noch eine Leiche. Gut, liebe Leute, ich bedanke mich wie üblich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was wir als nächstes jetzt machen sollen. Also heute wird ja nicht mehr allzu viel gehen. Aber ob wir wieder zurück in die Stadt sollen oder uns so ein bisschen durch die Gegend schlagen sollen. Oder vielleicht zurück in die Stadt im Schnee, da wäre auch noch eine Möglichkeit. Schreibt es mir in die Kommentare und das machen wir dann. Also, pfiat euch, servus, euer Dr. Bü.